war das denn, auf diesen Designs aufzubauen, die es praktisch eigentlich schon ansatzweise gab? Du konntest ja nicht so viel ändern, um die Fans nicht zu verärgern. Das haben wir ganz clever gemacht. Wir haben ja Sachen von dem alten Film mit drin, das weiße Leitzeige, den Panzer und ein paar andere, damit die Fans halt happy sind. Und wir auch, ich bin ja selber Fan, aber ganz neue Sachen, das Auto, die neuen Lightcycles, weil wir wollen ja nicht nur jetzt 40, 50-jähriger Altfans, sondern auch neue Kids und eine ganz andere Generation ansprechen. Das hat schon Spaß gemacht, sowas. Ne? Das ist jetzt mal was anderes gewesen, in einer anderen Art von Realität praktisch zu denken, ja, wenn man sowas konstruiert oder designt? Also das sind ja nicht meine Versionen von unserer Zukunft. Also wenn ich jetzt in Zukunft Auto oder Motorrad entwerfen müsste, dann würde es ganz anders aussehen. Das ist ja eigentlich Kevin Flynns Idee, der von Jeff Bridges gespielt wird im Film. Und wir haben uns quasi in sein Hirn versetzt, was er für eine Parallelwelt entwerfen würde. Aber die ich sag mal, physikalischen Gesetze sind dort ja andere. Hat das eine Rolle gespielt? Das ist ja eine Computersimulation, der Kevin Flynn aufbaut. Also er hat jetzt Atmosphäre in dieser Welt, er hat Regen, eine gewisse Art von Schwerelosigkeit. Das Auto hat Wheelspin, da verbrennt Gummi. Das ist eine witzige Mischung aus Fantasy und Realität, finde ich gut. Es gibt ja auch ein Videospiel zu dem neuen Tron-Film. Mhm. Und da kam natürlich auch mit so einem Lightcycle durch die Gegend, so einem Lichtpanzer. Hast du da mal Interesse daran gehabt, reinzugucken, wie das ist, mit deinen Dingern eigentlich mal echt zu fahren? Ja. Ich fahre die ja selber in L.A., da brauche ich ja das Spiel nicht. Weil es wurden ja tatsächlich auch Lightcycles wirklich nachgebaut, genauso, die auch angeblich straßenverkehrstauglich sind. Ja, ich sehe natürlich ziemlich affig aus, ne, mit so einem engen schwarzen Anzug. Das mache ich nur nachts. Also den muss man auch tragen? Sonst geht ja nicht. In Jeans sieht ja nicht gut aus. Ja. Und wenn Jungs das so nachbauen, das finde ich schon gut, weil es ja eine gute Anerkennung. Ne? Mhm. So, dazu machen wir das ja auch, damit Leute ein bisschen coole Ideen haben. Ich bin Kara! Sie drehen ab! Nicht freiwillig! Ihre Fahrzeuge funktionieren nur auf dem Raster. Hier würden sie ausfallen. Und das gilt nicht für uns? Offensichtlich nicht. Wenn Olivia Wilde in dem Auto fährt, das ist alles echt. Also wir haben das komplette Cockpit gebaut, sie kann das Lenkrad richtig drehen und da musste ich auch all ihre Maße dafür haben. Und das ist dann, sind dann natürlich die angenehmen Seiten. Wenn du so in so einen Computer rein könntest, was für eine Welt würdest du da um dich herum erschaffen? Also ich würde mich in seinem Safehouse da, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch hat, aber ganz gut fühlen. Coole Möbel und ein Spanferkel und eine gute Stereoanlage. Bücherregal, Jules Verne. Also viel mehr bräuchte ich auch nicht. Und natürlich abends immer zu Daft Punk gehen in den End of Line Club. Elektrifiziert die Jungs und Mädchen, wenn ihr so freundlich wärt. Die waren ja auch immer mit dabei. Ich habe die nur einmal ohne Helm gesehen, aber auf der Premiere in L.A. hat der eine auch aus dem Helm dann so, I remember you, zu mir gesagt. Das ist natürlich auch cool.